Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Nachholspiel des 18. Spieltages in der Oberliga Süd zwischen unserem Verein, dem 1. FC Lok Stendal, und unseren Gästen vom VfL Halle 96. Ich begrüße beide Trainer, den Gästetrainer René Behring und unseren Trainer Sven Körner. Das Ergebnis, eine bittere 0:3 Niederlage für unsere Mannschaft. Und das Ganze vor 227 Zuschauern. Als erstes bitte ich den Gästetrainer, seine Einschätzung des Spiels hier uns zu veröffentlichen. Ja, dann nochmal ein Hallo erstmal. Ja, wir wussten, was passiert, wenn der Spieltag heute gespielt ist, dass es nämlich in die eine oder andere Richtung gehen kann, was sozusagen vom Ergebnis abhängig ist. Beide Mannschaften im Vorfeld mit Niederlagen versehen haben um die Wichtigkeit des Spiels, denke ich mal, gewusst. Ja, und man hat es, denke ich mal, auch gesehen, dass viele, viele Aktionen gerade auch in der ersten Halbzeit sehr zerfahren sind gewesen und vieles mehr Stückwerk. Ja, man hat sozusagen die Unruhe im Spiel gemerkt und am Ende des Tages bin ich natürlich froh, dass ich 3 Punkte hier mitnehme und aus allem Gröbsten raus bin jetzt, was den Abstiegskampf betrifft. Und ja, unterm Strich freue ich mich, wie gesagt, über 3 Punkte am Ende des Tages. Wie die zustande gekommen sind, ist mir eigentlich jetzt auch in der Situation völlig egal. Und ja, hoffe natürlich, dass wir auch nächstes Jahr wieder hier in Stendal ein Oberligaspiel sehen, weil den Jungs gefällt es, mir gefällt es. Ne? Es ist halt eine ordentliche Atmosphäre hier, es macht Spaß. Deswegen, wie gesagt, ich freue mich über meine 3 Punkte und wünsche natürlich dem gastgebenden Verein alles Gute jetzt für die letzten Spiele, die da anstehen. Dankeschön. Ja, bevor ich dir das Mikrofon gebe, Sven, auf der Facebook-Seite wurde heute mit einem Augenzwinker natürlich gesagt, wem es heute zu windig ist, der sollte mal abwarten, welchen, ich zitiere, Orkan die Schwarz-Roten heute auf dem Rasen hier zustande bringen. Dafür hat es denn nun nicht ganz gereicht. Deine Einschätzung? Ja, erstmal René, Glückwunsch zum Sieg. Das ist jetzt das, weiß nicht, ich glaube das 6. Mal hintereinander, dass ich einem Trainerkollegen zum Sieg gratulieren muss. Und ich denke, der Orkan, das war kein Orkan, sondern das war ein laues Lüftchen gewesen. Es ist so, dass wir eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen sind, mit Max Seige die erste Chance hatten, nach einem guten Ballgewinn und einem tiefen Ball. Und dann auch, ich sag mal, die nächsten beiden Chancen uns gehört haben, mit Vincent Kühn. Mit Vincent Kühn, der alleine vom Torwart war und den Torwart anköpft, da kannst du natürlich ein Tor machen, aber in unserer momentanen Situation machen wir das Tor nicht und dann kriegst du im Prinzip, ich sag mal so, mit der ersten Aktion auch das Gegentor, was dann einfach auch wirklich wie in den letzten Spielen zuvor auch nicht gut verteidigt ist. Da haben wir Probleme im Zweikampfverhalten, lassen uns zu einfach wegschieben, haben auch beim zweiten und dritten Tor, beim zweiten ist es ein Foul, was man überhaupt, wo man nicht foulen muss, weil da Überzahl besteht für uns, und beim dritten Tor, das ist ähnlich, auch wieder ein Zweikampfverhalten, was in dieser Liga einfach ja, sofort bestraft wird. Und ich muss einfach sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin, weil wenn man hier so Spieler wie Max Salge, junger Spieler, Maurice Schmidt, A-Jugendspieler, Martin Gödicke, so ein etwas älterer und erfahrener, wenn die 3 Spieler hier ordentlich marschieren und der Rest, ich sag mal, Einstellung vermissen lässt, ich sag mal, dann ist es auch sehr, sehr schwierig, ein Spiel in der Oberliga zu gewinnen. Und ich muss an meine Mannschaft appellieren, ich muss vor allem an den Kapitän appellieren, dass da viel, viel mehr kommen muss und dass sich die Jungs einfach, wir befinden uns im Abschiedskampf, da muss es zur Sache gehen und da lasse ich nicht einfach ja, die Spieler vom VfL einfach so passieren, sondern da muss Stimmung auf dem Platz sein, da muss Musik drin sein, da muss Aggressivität drin sein und das habe ich heute nicht gesehen und daher geht der Sieg für VfL auf alle Fälle auch in der Höhe verdient, in Ordnung. Ja, danke Sven. Fragen an die beiden Trainer. Naja, man darf nicht vergessen, wir sind 48 Stunden nach dem letzten Spiel. Der Körper ist 48 Stunden nach einem Spiel am Tiefpunkt und daher haben wir heute auch viele Wechsel vollzogen. Ich habe natürlich viel, viel mehr versprochen davon, viel mehr Spritzigkeit auch. Hatten ja auch gestern nochmal trainiert und auch am Sonntag in Plauen auch gleich die Regeneration angestoßen. Und natürlich verspricht man sich davon was. Und ich sag mal, die ersten 25 bis 30 Minuten waren ja auch verheißungsvoll. Aber das Problem ist einfach, wenn du ein Zweikampfverhalten hast, was einfach, ja, definitiv
zu harmlos ist, dann kriegst du einfache Gegentore und dann läufst du immer hinterher. Und die Mannschaft muss jetzt einfach näher zusammenrücken, da muss es mal knallen, ne? Und dann muss nächste Woche gegen Gera hier auf alle Fälle eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die hier richtig brennt und die den Abstiegskampf verhindern oder beziehungsweise bestehen möchte. Und das Gefühl habe ich momentan nicht. Weitere Fragen? Okay, dazu sage ich gleich noch was. Ich möchte noch mit zwei positiven Anmerkungen aus dieser PK heute rausgehen. Zum einen einen großen Dank hier aus Stendaler, von der Stendaler Seite an die mitgereisten Fans vom VfL Halle 96. Ich habe von meinem Sprecherturm gezählt 13, also die gesungen haben. Aber die haben natürlich das Stadion hier relativ gerockt heute. Und wer es nicht ganz verstanden hat, das ging von 100-4, 96, da sind wir, über Europapokal, Europapokal, Bring Back My Beer Fast To Me, bis 100 Liter Bier, 96 schaffen wir. Also die haben doch für relative Unterstützung, denke ich mal, gesorgt und auch für Kurzweil auf unserer Seite, trotz des Ergebnisses. Und die andere Sache, wir haben es jetzt schon von da hinten gehört, der FCM schlägt der 3:0 BSV Halle Amdorf im Halbfinale. Das heißt, das Landespokalfinale steht jetzt endgültig fest. Unser Lok gegen den ersten FC Magdeburg, Punkt 1. Und Punkt 2, nun sind wir auch uns sicher, wir spielen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wir sehen uns nicht nächste Woche, sondern diese Woche Sonntag. In 5 Tagen gegen Wismut Gera. Da heißt es wieder Abstiegskampf und ich hoffe mit einem Sieg. Bis dahin, tschüss.